Hallo, wir sind Jane Moros und Friederike Fuchs von der Stabsstelle Internationales und wir möchten gerne die Möglichkeiten vorstellen, wie man finanziell gefördert einen oder mehrere Auslandsaufenthalte in das Studium integrieren kann. Ja, warum sollte man überhaupt während des Studiums ins Ausland gehen? Zum einen bietet die Universität Leipzig hervorragende Möglichkeiten, einen Auslandsaufenthalt in das hiesige Studium zu integrieren. Sie werden ihren Horizont erweitern, neue Perspektiven gewinnen und Freundschaften und Kontakte knüpfen, die oft ein Leben lang halten. Sie können Fremdsprachen anwenden und neue Fremdsprachen erlernen. Und ein Auslandsaufenthalt ist immer im Berufsfeld erwünscht. Was kann ich im Ausland machen? Ich kann einen Studienaufenthalt absolvieren, ein Praktikum oder auch einen Sprachkurs. Selbst ein Fachkurs im Ausland ist möglich. Ich kann ebenso für meine Abschlussarbeit im Ausland recherchieren oder diese ganz und gar im Ausland schreiben. All dies ist möglich. Und egal, für was Sie sich entscheiden, nutzen Sie unsere neue Entdecke-App als mobilen Begleiter. Die App stellt alle Austausch- und Fördermöglichkeiten dar. Sie informiert über aktuelle Ausschreibungen und sie begleitet Sie Schritt für Schritt in Ihrem Auslandsaufenthalt. Und das Tollste ist, Sie können sich mit den Erfahrungsberichten anderer Studierender, den Entdecker-Stories, auf Ihren Auslandsaufenthalt einstimmen. Ja, wie kommt man für ein Studium ins Ausland? Da ist die Frage, wann sollte man ins Ausland gehen? Hier sichert die rechtzeitige Planung die besten Möglichkeiten. Am besten ist es tatsächlich, wenn Sie im ersten, zweiten Semester sich schon erkundigen, sich beraten lassen und den Auslandsaufenthalt planen und dann im dritten Semester sich zu bewerben im Bachelorstudium für das fünfte oder fünfte, sechste Semester. Im Masterstudium werden Sie sich schon im ersten Semester bewerben müssen und im dritten oder im dritten, vierten Mastersemester im Ausland zu sein. In den Staatsexamen und Diplomstudiengängen gibt es flexiblere Möglichkeiten, weil die sind einfach länger. Aber das ist das, was wir empfehlen. Es gibt für jeden noch individuelle Möglichkeiten. Lassen Sie sich hier beraten. Was gibt es also für Fördermöglichkeiten, um einen Studienaufenthalt im Ausland zu verbringen? Ein sehr großes Förderprogramm und auch unser wichtigstes Förderprogramm ist Erasmus. Mit Erasmus kann man sehr gut einen Studienaufenthalt im Ausland verbringen, ab einer Dauer von 3 Monaten. Erasmus fördert in allen Erasmus-Programmländern. Dort gibt es dann ein ländergestaffeltes Teilstipendium und die Studiengebühren werden erlassen. Es ist so, dass es bei Erasmus ein sogenanntes Förderkontingent gibt, im Umfang von 12 Monaten je Studienzyklus. In den einzügigen Studiengängen wie Diplom oder Staatsexamen hat man zusammen diese 24 Monate. In diesem Kontingent kann man mehrere Auslandsaufenthalte absolvieren. Das heißt, man kann es splitten, wie man möchte, also auch mehrere Auslandsaufenthalte verbringen. Man wird betreut hier an der Uni, in der Stabsstelle Internationales und man wird auch betreut an der Partnerhochschule. Es ist gut möglich, sich Leistungen, die man im Ausland erbringt, anrechnen zu lassen. Hier empfiehlt es sich immer gut, die Beratung zu suchen mit dem Erasmus-Fachkoordinierenden im Fachbereich oder dem Anerkennungsbeauftragten. Wie finde ich einen Erasmus-Studienplatz? Hier unterscheiden wir zwischen den fachspezifischen Plätzen und den fachflexiblen Plätzen. Die fachspezifischen sind konkret im eigenen Fachbereich angesiedelte Kooperationen. Man bewirbt sich auf diese Plätze beim sogenannten Erasmus-Fachkoordinierenden aus dem eigenen Fachbereich. Dieser legt die Bewerbungsfristen und die Bewerbungsmodalitäten fest. Das heißt also, wenn man nominiert wird für einen Platz im eigenen Fachbereich, geht man über sein eigenes Fach ins Ausland und studiert eben genau dieses dann auch vor Ort. Unsere fachflexiblen Studienplätze sind Austauschstudienplätze im Rahmen unserer Netzwerke. Das ist einmal das Utrecht-Netzwerk und einmal die Hochschulallianz Arcus. Hier haben wir nochmal 13 Partnerhochschulen mit Austauschstudienplätzen, an denen man 1 oder 2 Semester verbringen kann. Diese Plätze sind, wie gesagt, fachflexibel, das heißt offen für alle Fächer, sofern
das eigene Studienfach vor Ort angeboten wird. Das muss nicht immer eins zu eins gleich heißen, das kann auch anders benannt sein, aber es sollte natürlich inhaltlich ungefähr gleich sein. Für diese Plätze bewirbt man sich zentral in der Stabsstelle Internationales. Über das Erasmus-Programm hinaus haben wir Partnerhochschulen in der ganzen Welt, mit denen wir ebenfalls einen Studierendenaustausch organisiert haben. Das sind über 50 Partneruniversitäten, in der Regel außerhalb Europas, in Nord-, Mittel- und Südamerika, in Asien, Afrika und in Osteuropa. Dazu arbeiten wir mit Netzwerken zusammen für den Studierendenaustausch. Das ist zum einen das Maui-Netzwerk in den USA, hat nichts mit Hawaii zu tun, das heißt Mid-American Universities International. Gute Universitäten in der Wüste, aber mit einem ganz tollen akademischen Angebot. Dann das Australian-European-Netzwerk in Australien und das RERI-Netzwerk in Brasilien. Hier erfolgt die Bewerbung in der Stabsstelle Internationales, in der Regel jedes Jahr bis zum 1. Dezember. Die Plätze hier sind offen für alle Fächer, sie sind fachflexibel und wer einen Studienplatz erhalten kann, der zahlt keine Studiengebühren an der Partneruniversität und mit der Bewerbung eröffnen sie sich Chancen für Stipendien. Jasmin Flori war an einer Partnerhochschule in der Welt, und zwar an der Hankuk-Universität in Seoul. Sie schreibt: Mein Aufenthalt in Korea war für mich wie eine Reise in eine andere Welt, modern und traditionell, Natur und Großstadt, ein Land voller Kontraste, in dem es einem nie langweilig wird. Dieses Auslandssemester werde ich definitiv nicht vergessen. Und Jasmin war ein Jahr später meine studentische Hilfskraft. Über unser Portal für Auslandsaufenthalte finden Sie Ihren eigenen Studienplatz in Europa oder in der Welt. Sie planen Ihr Studium im Ausland. Welche weiteren Förderprogramme über unsere Partneruniversitäten hinaus können Sie nutzen, um Stipendien für ein Studium im Ausland zu erhalten? Da ist zum einen das DAD-Jahresstipendien für Studierende. Diese Jahresstipendien sind offen für alle Fächer und gelten weltweit. Jedes Land hat da seine eigenen Bewerbungstermine. Gucken Sie auf den Seiten des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, des DAD, um Ihre Fristen zu finden. Voraussetzungen dafür sind sehr gute Studienleistungen, ein klares Vorhaben für den Auslandsaufenthalt, das Vorhandensein von Sprachkenntnissen, der Unterrichtssprache des Gastlandes, und auch ein außerkurrikulares Engagement, also die Mitarbeit in studentischen Verbänden, in Vereinen, in Sport und Kultur zählen rein in die Bewertung für ein solches DAD-Jahresstipendium. Man kann das Jahresstipendium auch mit unseren bilateralen Universitätspartnerschaften, unseren Partnerhochschulen weltweit verbinden und man kann ein DAD-Jahresstipendium auch für einen Master im Ausland nutzen. Die kleine Schwester vom DAD-Jahresstipendium ist das DAD-Promos-Semesterstipendium. Hier handelt es sich um ein Teilstipendium des DAD, das über die Universität Leipzig ausgeschrieben und betreut wird. Hier gibt es eine ländergestaffelte Förderung und einen Reisekostenzuschuss von ungefähr 300 Euro im Monat Stipendium und bis zu 1.200 Euro Reisekostenzuschuss. Die Promostipendien werden mit den Partnerhochschulen weltweit verbunden, aber sie können sich auch für einen selbstorganisierten Semesteraufenthalt für das Promostipendium bewerben. Die Bewerbungsfristen sind zweimal im Jahr, einmal bis zum 1.6. und einmal bis zum 1.12. eines Jahres. Eine super Möglichkeit, ein Auslandsstudium zu finanzieren, ist auch das Auslands-BAföG. Das Auslands-BAföG ist in jeder Studienstufe nutzbar. Bachelor, Master, Staatsexamen, Diplom. Bis zu einem Jahr kann man Auslands-BAföG beantragen. Das Studium im Ausland muss dabei das Studium in Leipzig voranbringen. Das heißt, es sollten anerkennungsfähige Leistungen erbracht werden, die man mit einem Notenspiegel nachweist und dann hier anrechnen lässt.
Auslands-BAföG lässt sich super kombinieren mit unseren Partnerschaften im Erasmus-Programm, mit unseren Partnerhochschulen weltweit und auch für selbstorganisierte Studienaufenthalte. Hier könnten sogar Studiengebühren geltend gemacht werden, die bis zu 4.600 Euro im Jahr vom Auslands-BAföG übernommen werden. Diese zusätzlichen Leistungen des Auslands-BAföGs muss man nicht zurückzahlen. Eine weitere Möglichkeit für einen Auslandsaufenthalt ist ein Praktikum. Praktika, die im Ausland durchgeführt wurden, sind im späteren Berufsfeld sehr gern gesehen. Sie können bereits ab dem ersten Semester durchgeführt und auch gefördert werden. Es bietet sich aber durchaus an, in dem ersten und im zweiten Semester erst einmal in Ruhe anzukommen, sich zu orientieren, was man machen möchte, wo man ein Praktikum durchführen möchte und wie. Nutzen Sie dazu immer die Beratungsmöglichkeiten. Bei Praktika ist es so, dass sie zeitlich sehr flexibel angelegt sein können. Das heißt, der Startzeitpunkt und das Ende des Praktikums kann immer individuell festgelegt werden. Deswegen frühzeitig planen, gut recherchieren und die Beratungsoptionen suchen. Auch hier kommt wieder Erasmus ins Spiel. Erasmus fördert ebenso Praktika. Diese sind in der Regel selbst organisiert. Das heißt, Sie suchen sich selbstständig Ihre Praktikumseinrichtungen und haben somit die freie Wahl. Gehen Sie über Initiativbewerbung, über Ausschreibung, vielleicht auch über Kontakte Ihrer Hochschullehre. All dies sind Optionen, um eine perfekte Praktikumseinrichtung zu finden. Sie haben die Möglichkeit, das Praktikum zeitlich flexibel anzusetzen. Das heißt, Sie bestimmen über den Startzeitpunkt und auch den Endzeitpunkt des Praktikums. Das bietet wirklich eine sehr, sehr große Flexibilität, zumal Praktika bereits ab einer Dauer von 2 Monaten gefördert werden können. Es gibt ein monatliches Teilstipendium, das auch hier wieder ländergestaffelt ist. Außerdem haben wir auch Promos, das Praktika weltweit fördern kann. Hier hatten wir schon richtig coole Projekte auf den Galapagos-Inseln, bei einem Pharmakonzern in Japan, bei einer PR-Agentur in Hollywood. Projekte, die weltweit durchgeführt werden können, ab der Dauer von 6 Wochen. Sie werden finanziell gefördert über ein ländergestaffeltes Teilstipendium und eine Reisekostenpauschale. Nutzen Sie die Chance und bewerben Sie sich in einer der 2 Bewerbungsrunden, die jährlich stattfinden. Und alle Lehramtsstudierende aufgepasst! Es gibt noch ein richtig tolles Stipendienprogramm, das sich Lehramt International nennt. Dies fördert Praktika an Schulen weltweit, speziell für Lehramtsstudierende. Es ist ein Vollstipendium des DAAD und kann bereits Praktika ab der Dauer von 4 Wochen fördern. Daneben gibt es noch eine ganze Reihe mehr an Individualstipendien, wie zum Beispiel das RISE-Praktikumsstipendium für Naturwissenschaftler oder die Kurzstipendienprogramme des DAAD für Praktika an Goethe-Instituten. All dies ist möglich. Lassen Sie sich also immer gut beraten. Das DAAD-Promos-Stipendium kann man aber auch für andere Formen des von Auslandsaufenthalten nutzen, zum Beispiel für einen Fachkurs, für einen Sprachkurs, für die Abschlussarbeit. Wenn man für eine Abschlussarbeit ins Ausland geht, plant man eine empirische Forschung. Das können Archive sein, das kann eine Befragung sein vor Ort oder andere Formen von Leistungen für die Abschlussarbeit, die dann in Ihre Bachelorarbeit oder in Ihre Masterarbeit einfließen. Das Stipendium kann von 1 Monat bis 6 Monate beantragt werden. Dazu fördert das Promos-Programm auch Sprachkurse im Ausland, auch Sprachen, die Sie erst erlernen wollen. Sie können also Ihre Sprachkenntnisse verbessern oder Sie können eine neue Sprache beginnen. Sprachkurse werden von 3 Wochen bis zu 2 Monaten gefördert und sind selbst organisiert. Sie suchen sich eine Sprachschule im Ausland. Da gibt es bestimmte Bedingungen, die sind auch auf unserer Webseite erklärt. Und dann beantragen Sie 2-mal im Jahr das Stipendium. Und das Promostipendium kann man auch für Fachkurse nutzen. Ja, was sind Fachkurse? Das sind in der Regel Summer Schools, Sommerschulen, die weltweit angeboten werden. Das ist in den letzten Jahren wirklich wie Pilze aus dem Boden geschossen. Solche Angebote werden Sie immer wieder finden. Das wird über die Fakultäten verbreitet oder es wird in Plakaten aushängen, in den sozialen Medien angeboten, über die Universitäten.
Und hier können Sie einen Fachkurs fördern lassen von 5 Tagen bis 6 Wochen. Interdisziplinär ausgerichtete Summer Schools, andere Sprachen lernen. Das sind tolle Möglichkeiten, auch hier ein Stipendium zu bekommen. Ja, und hier finden Sie all unsere Programme nochmal im Überblick. Und diese Polaroids liegen auch an Ihren Fakultäten und Instituten aus. Bleiben auch Sie Entdecker!